Und herzlich willkommen zum zweiten Interview heute am Donnerstag von der OOP. Ich habe gehört, dass die Leute, die über die OOP-Plattform zuschauen, die Fragen leider nicht via YouTube oder Twitch stellen können. Wenn ihr Fragen an den Stefan habt und ich die weiterleiten soll, könnt ihr mir einfach auf dieser OOP-Plattform eine private Nachricht schreiben und dann würde ich die hier weiterleiten. Genau, ich habe es schon verraten. Heute habe ich den Stefan hier zu Gast. Wir wollen ein bisschen über Softwarearchitektur, aber auf einer sehr hohen Flugebene sprechen. Stefan, stell dich doch einfach kurz mal vor. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Stefan Tilkoff, hast du schon gesagt. Ich bin Geschäftsführer und Principal Consultant bei InnoQ. Das ist eine Softwareberatungs- und Softwareentwicklungsfirma, wie du zufälligerweise weißt. Ich bin dort, ich habe sage ich hab ja so einen halbe Job, so einen 50-50-Job. 50% meiner Zeit mache ich, wozu ich Lust habe. 50% meiner Zeit mache ich, wozu sonst niemand Lust hat. Komme ich ganz gut mit klar. Im Moment mache ich hauptsächlich unternehmensbezogene Dinge und halt viele Workshops und Vorträge und Schulungen manchmal und solche Dinge. Und bin, wie meine Kollegen und Kolleginnen gerne auch sagen, Konferenztourist. Genau, so auch heute bei der OOP. Du hast eben gerade sogar deinen Vortrag gehalten, Softwarearchitektur für Entscheiderinnen und Entscheider. Mich würde erstmal interessieren, wie du überhaupt zu so einem Thema gekommen bist, was doch eher sehr untechnisch ist, glaube ich. Also ich glaube, ob es untechnisch ist oder nicht, ist wahrscheinlich immer eine Frage der Perspektive. Also das, was wir bei einer Technologiekonferenz als High-Level bezeichnen, wäre auf einer Business-Konferenz Low-Level-Tech-Gebrabbel. Es war aber, wie du sagst, tatsächlich so ein bisschen die Idee, dass man Softwarearchitektur versucht, Leuten oder die Bedeutung von Softwarearchitektur versucht, Leuten zu vermitteln, die vielleicht noch nicht mal den Begriff kennen. Also warum gibt es das überhaupt? Was soll das überhaupt? Was meinen wir mit dieser Metapher? Das muss man sich auch wieder bewusst machen, dass Architektur nur eine von vielen möglichen Metaphern ist. Also vielleicht wäre Archäologie viel passender oder so, oder Bauingenieurwesen oder Handwerk oder Kunst oder ne? Aber wir haben uns irgendwie für diesen Teil Architektur ausgesucht. Und das war so ein bisschen mein Ziel. Ich habe den Vortrag schon ein, zwei Mal gehalten. Diesmal war es so ein bisschen gemixt, die Idee, dass man vielleicht mit Leuten darüber spricht, die selber in der Rolle sind, es öfter mal Entscheidern vermitteln zu müssen. Letztes Mal habe ich ihn öffentlich gehalten, da ging es darum, dass man vielleicht auch ein paar Entscheider damit drin hat. Und ich bin mal gespannt, welche Diskussionen sich daraus ergeben. Die gerade auf der OP waren schon sehr spannend, waren tolle Fragen und tolle Diskussionen. Und ich bin auch auf deine Fragen natürlich gespannt. Okay, ja, ich bin auf deine Antworten auf jeden Fall gespannt. Warum denkst du denn, dass Entscheiderinnen und Entscheider Softwarearchitektur überhaupt interessieren sollte? Also das Erste ist vielleicht die Frage, warum sollten die sich überhaupt für Technik interessieren? Also als Vorstufe dazu. Und das kann man, glaube ich, relativ einfach beantworten, weil einfach die Rolle immer, immer wichtiger wird. Also vorher war es vielleicht noch eine Frage, wie effizient man ist, ob man IT einsetzt für bestimmte Dinge oder ob man sie nicht einsetzt. Und mittlerweile ist es so, dass in ganz vielen Fällen zumindest das ein essentieller Bestandteil des eigenen Angebots ist, ob das Dienstleistungen, Produkte, was auch immer sind, wenn die IT nicht funktioniert, funktioniert da gar nichts mehr. Und die IT bestimmt eben auch ganz entscheidend, wie gut das funktioniert, wie gut mein Produkt ist, wie gut mein Geschäft funktioniert, wie gut mein Geschäftsmodell funktioniert. Das haben, glaube ich, die meisten Leute irgendwie schon durchaus eingesehen, dass Technik nicht unwichtig ist. Und meine These wäre, wenn man das schon eingesehen hat, ist der Schritt nicht sonderlich weit, eben Architektur als die Summe das würde Grady Booch jetzt sagen, ne, als die Summe der wichtigen Entscheidungen, der bedeutenden Entscheidungen zu sehen, also die Dinge, auf die es ankommt. Denn wenn ich sie falsch mache, wenn ich meine Meinung dazu ändern muss, wenn ich meine Entscheidung revidieren muss an diesen Stellen, dann kostet es eben richtig Geld oder Aufwand oder Zeit. Ja, also ich glaube, dass die Architektur das entscheidende die Summe also das ist das Ergebnis der Betrachtung aller entscheidenden Qualitätsmerkmale ist, also meine Architektur, die Qualität meiner Architektur ist ein Maß dafür, wie gut mein System insgesamt ist und damit indirekt auch eine ganz entscheidender Einflussfaktor dafür, wie gut mein Geschäft funktioniert, mit welcher Qualität ich am Markt vertreten bin. Und das kann eigentlich niemandem egal sein. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, genau. Dementsprechend ist für dich quasi Entscheiderinnen auch synonym zu Stakeholder oder denkst du, das ist nicht die gleiche Teilmenge an der Stelle? Interessante Frage. Also ich glaube, als Stakeholder bezeichnet man ja alle, die irgendwie betroffen sind von dem Ganzen. Und das müssen aus meiner Sicht nicht unbedingt Entscheider oder Entscheiderinnen sein. Ne? Betroffen sind zum Beispiel die User. Und gerade bei Enterprise Software ist es so, dass die User leider relativ wenig Entscheidungsgewalt
Gewalt haben über das, was sie da vorgesetzt bekommen, aber trotzdem sind sie Stakeholder. Es gibt andere Stakeholder, wie vielleicht den Betrieb oder den Datenschutzbeauftragten oder was weiß ich, interne Reklamationsbearbeitungsabteilung oder was auch immer. Das sind alles Stakeholder, deren Interessen man berücksichtigen muss. Die Entscheider und Entscheiderinnen wiederum sind vielleicht gar nicht direkt in Berührung mit dem System. Die sind vielleicht gar keine Benutzer, also die verwenden das nie, die sehen das auch nie. Die merken nur sehr deutlich die Effekte, wenn das Zeug nicht funktioniert. Also ne, wenn es aus irgendwelchen Gründen irgendwo eine Macke hat oder wenn es bremst, ja, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, also wenn es mich eben bremst in meinen Entscheidungen. Ich wünsche mir als Entscheider, ich könnte jetzt einfach festlegen, dass wir ab morgen XY machen, starte eine tolle strategische Initiative mit Hilfe sehr teuer bezahlter externer Management-Consultants und stelle dann fest, ich kann das 100-mal entscheiden, ich kann das 100-mal wollen. Nur von wollen passiert es noch nicht, sondern es passiert eben nur, wenn erstens alle Menschen mitziehen und zweitens aber auch die blöden IT-Systeme mitziehen und das eben mittragen können. Also dann, es gab von Michael Nygaard mal so eine schöne Analogie, der hat irgendwie die Unternehmen als Cyborgs bezeichnet. Also zuerst hat er erklärt, was Cyborgs sind, nämlich so Mensch-Maschine-Mischungen, so Hybrid-Dinge. Dann hat er gesagt, die gibt es übrigens schon, die nennen sich Unternehmen. Aber ein Unternehmen verhält sich im Prinzip wie genau das, eine Summe aus all den Personen, die da tätig sind, mit all dem Einfluss, den sie haben, den Meinungen, den Entscheidungen, allem, was dazugehört, aber eben auch sämtlichen Systemen, die in diesem Unternehmen bestimmte Prozesse und Regeln und Geschäftsvorgänge einfach abbilden auf eine bestimmte Art und Weise. Die muss ich dann akzeptieren oder ich muss sie halt ändern und je nachdem, wie schwierig oder wie einfach es ist, das zu ändern, bestimmt das auch wiederum ganz entscheidend, ob sich so eine Organisation verändern kann oder nicht. Siehst du denn die Entscheider und Entscheiderinnen da eher in so einer Hohlpflicht? Also sollen sie sich aktiv mehr mit der Technik auseinandersetzen, mit der Softwarearchitektur? Oder denkst du, dass das, also Variante 1, Variante 2, ich als Architektin muss die Entscheiderinnen und Entscheider mehr abholen? Oder denkst du, dass es so ein gegenseitiges Aufeinanderzukommen ist? Genau, das war fast suggestiv gefragt, ne? Aber ich bin genau dieser letzten Meinung, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht auch wieder so eine generelle, so eine allgemeine Aussage ist. Ich habe das Gefühl, dass es da so ein Wir-Ihr-Ding gibt, ne? Also irgendwie zwischen den Techies und Nicht-Techies, wie es das auch an vielen anderen Stellen gibt. Also vielleicht das bekannteste in unserer Community, in unserer Branche ist irgendwie DevOps. Ja, da hat man irgendwann gesagt, also richtig bewegen tut sich alles nur, wenn Entwicklung und Betrieb irgendwie eigentlich eins sind. Ja, wenn das ein Team ist, die gemeinsam in irgendeine Richtung laufen. Und dieses Mauern einreißen, dieses Aufeinanderzugehen, sehe ich eben in all diesen Stellen. Ne? Und das ist da für mich, genau wie du gesagt hast, eben auch sowas. Also zum einen sollten wir als Architekten, Architektinnen, als Entwickler, Entwicklerin, was auch immer, in welcher technischen Rolle wir auch immer sind, sollten Verständnis und Empathie aufbringen für die Leute, die das Zeug ausbaden müssen. Also einer, was ich schon gesagt habe, einerseits die User, andererseits aber eben auch diejenigen, die darüber entscheiden, wie das Ganze sich bewegt. Also nicht jeder, der den Titel Manager führt, ist automatisch ein Trottel. Also das denkt man vielleicht manchmal, ist es nicht so. Also es gibt auch Leute, die sind Manager und sind gute Manager, wollen nur das Beste und treffen meistens sogar gute Entscheidungen. Oder oft zumindest. Und dann sollte es so sein, dass wir als Techies auf die zugehen und uns das bestmöglich unterstützen. Gleichzeitig gibt es von der anderen Seite auch eine nicht unerhebliche Geringschätzung dieses ganzen Tech-Krams. Ja, also ich glaube, ich habe das nicht wirklich analysiert in aller Tiefe, aber ich glaube, es gibt da auch einen Unterschied zwischen Europa, insbesondere Deutschland und anderen Ländern, zum Beispiel den USA. In den USA sind viele dieser erfolgreichen Unternehmen, also die Unternehmen, zu denen unsere CEOs, unsere Vorstandsvorsitzenden in Silicon Valley fliegen, um sich anzugucken, wie die Welt funktioniert. Diese Unternehmen werden von Techies geleitet. Die werden von Techies gegründet, die dann ganz lange da sind und am Ende immer noch CEO sind. Ja, also ich will es denen überhaupt nicht verherrlichen oder idealisieren, aber so jemand wie Mark Zuckerberg oder so war auch mal Programmierer. Ja, was er heute noch macht, keine Ahnung. Elon Musk, von dem gibt es irgendwelche Newsposts in alten C++-User-Groups oder so. Also das sind durchaus technische Leute. Gerade die beiden würde ich jetzt echt überhaupt nicht als leuchtendes Beispiel hinstellen. Ich will nur sagen, das sind Leute, die häufig idealisiert werden und die häufig als Beispiel genannt werden. Und die gleichen Leute, die bei uns sich diese Leute als Vorbild nehmen, haben tatsächlich sowas wie ein
wie ein Akzeptanzproblem damit, dass irgend so ein Techie in eine solche Rolle aufrückt. Also wenn du dir die deutschen Vorstände mal anguckst, da ist es eher selten. Also da hat man vielleicht bei einem Automobilkonzern mal einen Ingenieur in so einer Rolle. Und da gibt es so Querschnitte, so Physiker oder so, die aber nie das gemacht haben, sondern die, ne, die in Physik promoviert und dann relativ schnell irgendwas anderes gemacht haben. Aber gerade so aus unserer Branche gibt es da relativ wenige. Ich glaube, das liegt daran, dass die oft als zu detailverliebt, zu technikverliebt gesehen werden, als dass man ihnen diese schwerwiegenden Entscheidungen anvertrauen könnte. Und das ist genauso falsch wie das andere. Also das ist aus meiner Sicht etwas, das eigentlich von gegenseitigem Respekt geprägt sein sollte. Ja? Man sollte als Techie nicht automatisch jede Person, die Marketing macht, für bescheuert halten. Also das ist eine legitime Tätigkeit, von der Unternehmenserfolg entscheidend beeinflusst wird. Und gleichzeitig ist das andere auch abwegig. Man kann, Techies sind nicht beliebig austauschbar. Wenn man ein Produkt von Technologie abhängt, dann bestimmt die Qualität der Arbeit, die diese Techies machen, bestimmt ganz entscheidend, ob ich ein Produkt habe oder eben nur heiße Luft. Und deswegen glaube ich, das ist auch wieder so ein allgemeiner Platz hier, aber die Wahrheit liegt da irgendwie in der Mitte und ich muss irgendwie sehen, dass ich diese beiden Gruppen aufeinander zugehen lasse und eben auch Wertschätzung und Verständnis für die jeweils andere Seite aufbringe. Das hört sich auf jeden Fall logisch und richtig und gut an. Ich merke jetzt an der Stelle mal an, da ich eher in der Techie-Reihe bin, werde ich wahrscheinlich eher die Techie-Fragen stellen und weniger die Entscheider-Fragen. Deswegen würde mich jetzt konkret interessieren, hättest du einen Tipp für mich in so einer Architektenrolle, wie ich gut einem Entscheider irgendwie helfen kann, mehr von der Technik zu verstehen oder vielleicht auch einen Tipp, wie ich als Architekt dann, also als zweite Frage quasi, ich als Architekt mehr von dem Entscheider lernen kann? Also vielleicht irgendwie, welche Fragen sind sinnvoll zu stellen? Welche Sprache kann ich anwenden? Ich kann ja wahrscheinlich mit dem, ich kann ja nicht zu dem hingehen und sagen, hier, ja, all die Technikbegriffe um ihn schmeißen, Microservice, Kubernetes, das wird ihn ja eher abschrecken als abholen an der Stelle, hoffentlich oder vermutlich. Ja, also ich glaube, es ist bestimmt so, dass es einen bestimmten Level an Jargon gibt, ne, an Fachjargon, der Leute überfordert und abhängt. Den sollte man sich sicher verkneifen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass selbst das sich deutlich geändert hat im Laufe der Zeit. Also als ich angefangen habe, ich bin ein alter Sack, als ich angefangen habe, waren meine ersten Meetings mit irgendwelchen Entscheidern, waren Meetings mit Leuten, die genauso wie ich einen Anzug trugen und aber auf ihrem Schreibtisch keinen Computer stehen hatten. Ja, also die benutzten keinen Computer, Smartphones gab es noch nicht, ja, und Computer, das war was das Sekretariat benutzt hat, nicht der Entscheider, ja, und das hat sich heute schon dramatisch geändert, also wenn man heute mit dynamischen Managern von irgendeinem technologielastigen Unternehmen spricht, die wissen eine ganze Menge, also die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl für Technologie, die sind alle seit ewigen Zeiten Smartphone, Tablet, sonst was User, die erwarten sogar mehr als manche Techies, sind viel weniger bereit, irgendwelchen Mist zu akzeptieren, weil sie erwarten, dass Sachen einfach funktionieren. Also erst so wenig Kompetenz, wie man vielleicht im ersten Schritt meint, haben die gar nicht. Die sind durchaus auch tech-savvy. Und das Erste, was man tun sollte, wäre vielleicht, das zu respektieren und so dich automatisch erst schon mal in so eine Ecke zu stecken. Das Zweite wäre, das ist für mich einfach wieder eine Frage von Empathie und Kommunikation und vielleicht einfach Gespräch, herauszufinden, wo die etwas nicht wissen und wirklich das an den Stellen, wo sie etwas nicht wissen, ihnen das entsprechend nahezubringen und das zu erklären, dabei auch zu zeigen, dass man sich selbst nicht für was Besseres hält, sondern das eben vernünftig zu erklären, respektvoll zu erklären und letztendlich damit irgendwie die andere Seite dazu zu bringen, in diesem Fall dich als Ansprechpartnerin zu akzeptieren. Ja, also einfach sich sozusagen, ich meine nicht einschleimen oder so, ich meine einfach offen und ehrlich sprechen und ganz klar sagen, was man weiß, wo man Expertise hat, damit genau diese Expertise eben gefragt wird. Ja, also das Idealbild wäre, dass deine Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner selbst genau weiß, was sie weiß oder nicht weiß und dann auf dich zukommt, um genau diese anderen Sachen zu ergänzen. Das wäre ein schönes Modell. Wird nicht immer so sein. Ich glaube schon an das Gute im Menschen, aber es gibt eben auch Leute, die sich selbst überschätzen, auf beiden Seiten dieses Schismas sozusagen. Deswegen kann es natürlich sein, dass man sich dann überlegen muss, ob man vielleicht an der falschen Stelle ist oder ob man andere Mechanismen anwirft oder ob man sich irgendwelche Allies sucht, ja, irgendwelche Leute, mit denen er kollaborieren kann, welche Tricks aus der Machiavelli-Kiste einsetzt. Aber zumindest im Idealbild sollte das ein gegenseitiges Miteinander sein und dann erklärt man die Dinge. Wichtig finde ich auch, das ist aber auch ein Architekturskill aus meiner Sicht, die richtige Perspektive und das richtige Abstraktionsniveau zu finden.
Das machen wir ja auch, wenn wir untereinander diskutieren. Ja, wenn ich den Architekturdiagramm hinmale, dann male ich mal irgendwie, weiß ich nicht, Schichtendiagramm oder irgendein Komponentendiagramm oder vielleicht skizziere ich irgendein Deployment. Und dabei betone ich immer andere Dinge und lasse ganz viel weg, weil das für diesen Punkt irrelevant ist. Und genauso ist auch ganz viel weg, wenn man eben mit irgendeinem Entscheider oder einer Entscheiderin spricht. Ja, da geht es dann vielleicht darüber, welche Systeme haben wir denn insgesamt? Also, ne, welche 7 Systeme sind denn hier überhaupt beteiligt und wie spielen die miteinander? Also, wer hat dann was? Welche Schnittstelle, welche Sachen fließen da von einem System zum anderen? Das verstehen normale Menschen absolut. Ne, da ist ein System, da sind diese Daten drin, das macht folgende Sachen und das transportiert folgende Dinge über diesen Weg irgendwo anders hin. Das ist total okay. Die Leute wollen nicht wissen, ob das gRPC, REST oder HEL oder JSON oder CORBA oder keine Ahnung was ist. Das ist total irrelevant. Aber dass da Sachen von A nach B fließen, nicht. Und Leute verstehen auch Diskussionen über Teamdynamik bezogen auf Entscheidungskompetenz. Ja, also so, keine Ahnung. Man muss vielleicht nicht mit Bounded Context und DDD durch die Gegend werfen, aber zu sagen, wir haben so klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche mit einer Komplettverantwortung, Ende-zu-Ende-Verantwortung. Ja, diese Leute, die machen etwas, was dann auch Effekte hat für die User davor und können das dann auch beurteilen. Das sind schon Sachen, über die man absolut da sprechen kann. Jetzt habe ich aber deine zweite Frage vergessen, weil ich zu lang gesprochen habe. Was war die noch? Ja, ich bin gerade selber am Überlegen. Ich habe quasi nach wie kommuniziere ich am besten und nach konkreten Was Tipps kannst du lernen? gefragt. Was kannst du dir aneignen, war ja, glaube ich, der zweite Teil. Ne? Also was kannst du Genau. beibringen? Was andere, genau. Was kriegst du sozusagen von dir rüber? Ich glaube, da gibt es sozusagen das positive und negative Symptom zu beobachten. Also ich kenne viele Techies, gerade Architekten und Architektinnen, die nahezu eine Domänenallergie haben. Also man darf ihnen fast nicht damit kommen, was da Fachliches passiert, weil das irgendwie ja so irrelevant ist. Also das ist ja nur ein Detail. Ja? Also mir ist egal, was ich baue, Hauptsache ich baue es mit Technologie X und Y, mit Programmiersprache so und so, und dann kannst du mich, mir gib mir ein fachliches Projekt, ist mir wurscht. Ja, ich mache das dann schon. Die Flexibilität, die geistige, ist super. Man muss sich nicht auf eine fachliche Ecke fokussieren. Man muss aber meiner Meinung nach sehr viel Neugier für die Domäne aufbringen. Und man sollte sich versuchen, da einzuarbeiten und das Geschäft zu verstehen. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Auch also Architektur beschäftigt sich meiner Erfahrung nach ganz, ganz intensiv mit Qualitätsanforderungen, also mit den sogenannten nicht funktionalen Aspekten. Ein blödes Wort, weil es ist trotzdem funktional, aber damit meint man halt die Dinge, die nicht offensichtlich sind. Also es geht nicht darum, dass das System folgenden fachlichen Use Case unterstützen muss, sondern es geht darum, dass es alle fachlichen Use Cases im Durchschnitt mit Antwortzeiten, also 99,5% unterhalb von 50 Millisekunden bedienen muss oder so. Sowas als Querschnittsanforderung ist typischerweise etwas, was Architektur treibt. Aber solche Dinge kommen nicht aus der Luft. Ich kann nicht mit einem Satz von Architekturanforderungen von einem Projekt zum nächsten gehen und behaupten, ich mache auch hier eine gute Architektur. Dann wäre es ja leicht. Dann würden wir einfach einmal eine gute Architektur machen und wenn die dann fertig ist, dann hätten wir das Thema erledigt. Ja, dann nehmen wir die einfach. Das ist halt nicht so. Jedes System hat einen anderen Kontext. Das ist die Fachlichkeit, das ist der Unternehmenskontext, sind die Unternehmensziele, es ist die Gewichtung davon, es ist die Phase, in der sich das Unternehmen befindet. Und dazu muss ich einfach verstehen, was das für ein Geschäft ist, was ich da gerade mache. Ja, was ist denn das, womit sich dieses Unternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet? Oder wo will es sich in Zukunft unterscheiden und tut es heute noch nicht? Welche tolle Welteroberungsidee steckt da drin, dass man gerade dieses Projekt startet? Worauf kommt es da an? Ist die Zeit am wichtigsten? Ist am allerwichtigsten, dass ich zur Messe im Februar nächsten Jahres ein System habe, das ich zeigen kann, das die Leute begeistert? Oder ist das Wichtigste, dass ich einen minimalen Use Case mit extrem hoher Robustheit und Verfügbarkeit umstelle? Oder ist die Usability das Allerwichtigste, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich Security geringer priorisiere, um Gottes Willen? Also was auch immer, ne? Diese Anforderungen, die kann ich nur verstehen, die kann ich nur diskutieren, wenn ich bereit bin, mich auf die Domäne einzulassen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, man muss den Kunden oder den Arbeitgeber oder die Fachabteilung oder wer auch immer der Ansprechpartner ist, muss man eben verstehen und bereit sein, auch da irgendwas zu lernen und nicht nur anderen Leuten was beizubringen. Und wahrscheinlich auch einfach Abstriche zu machen, dass vielleicht nicht immer die perfekt wunderschönste technische Lösung oder Architektur das Richtige ist, sondern wenn du meintest, die Messe im Februar ist vielleicht das Ziel, dann ist es vielleicht an der Stelle wichtiger, pragmatische Lösungen zu finden als das höchste Abstraktionslevel.
Genau, das finde ich ganz super. Den Punkt finde ich super. Aber einen Punkt hast du gerade bei mir noch angetriggert, als du gesagt hast, man muss da auch Kompromiss machen. Habe ich zuerst gedacht, du meinst was anderes. Okay. Das passt aber super dazu. Wir haben vorhin schon mal diskutiert, wir wollen von den Entscheidern eigentlich ja, dass die wissen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Und die wollen, dass die uns fragen, wenn sie etwas nicht wissen, sich irgendwas auszudenken. Und das Gleiche gilt für uns auch. Also wir eignen uns Wissen über die Domäne an und wir wissen dann irgendwas, aber ganz viel wissen wir nicht. Und dann müssen wir eben die Größe haben und das Wissen haben, zu sagen, hier habe ich keine Ahnung, wovon ich rede, ich gehe jetzt mal zu jemandem, der es weiß. Ja, und frage den oder die und lass mir das beibringen. Das gehört nicht auf unserer Seite genauso dazu wie auf der Entscheiderseite. Das andere, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich absolut, dieser Pragmatismus. Ich glaube, das ist eine Frage von Erfahrung. Also gerade so, wenn man gerade ganz frisch startet, ne, erstmal in so einer Verantwortung drin ist, dann hat man endlich eine Chance, den eigenen Spieltrieb auszuleben und ganz viele coole Sachen zu machen, die man immer schon mal machen wollte. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich finde es wichtig, dass man motiviert ist durch Neues, dass man Interesse hat an technologisch spannenden Sachen, dass man das Potenzial erschließen will von irgendwelchen Sachen. Das gehört dazu. Das finde ich gut. Aber man muss eben auch wissen, wo die richtige Grenze da ist. Ja, also wann ist eine pragmatische Lösung das Richtige? Es gibt so einen schönen Blogpost, Choose Boring Technology. Das gefällt mir irgendwie so als Mantra eigentlich ganz gut. Ja? Also langweilige Technologie hat den großen Vorteil, dass sie aus gutem Grund langweilig ist. Die ist nämlich schon erprobt und ausgereift und oft schon eingesetzt und wenig risikobehaftet. Und das hat verdammt gute Gründe, sie zu benutzen. Ja, also ähnlicher Spruch, when in doubt, use Postgres oder so. Ne? Also wenn ich nehme einfach sowas, das ist schon so, das ist nichts Spannendes dran, super Ding, funktioniert absolut todstabil, kann man benutzen, warum nicht? Also erstmal sollte man eine Begründung haben, warum man irgendwas anderes macht. Ohne dabei das Anti-Pattern zu verfallen, dass man halt immer das Gleiche macht, weil man nicht mehr bereit ist, mal was Neues zu akzeptieren. Ne? Wie alles, also diese ganze Diskussion ist eine Aneinanderreihung von Kompromissen, wie das halt im Architekturumfeld so ist. Ne? Lauter Trade-offs, lauter Entscheidungen und Balance zwischen irgendwelchen Extremen. Okay, ich dachte irgendwie, du redest noch Ja, weiter. okay. Was ich noch jetzt, glaube ich, interessant finde, Eberhard hatte neulich eine Folge und da ging es um technische Schulden. Und da haben sie ein bisschen über das Wording auch gesprochen und dass technische Schulden irgendwie schwer sind, ja, an Nicht-Technikern zu erklären und dass vielleicht irgendwie Investitionen ein passenderes Wort ist. Ist dir das bei Softwarearchitektur schon untergekommen? Weil, also zum Beispiel aus so einem Foundation-Level-Training nimmt man ja gerne mit, man sollte iterativ mit Architektur gehen, das ist nichts Festes. Aber wenn ich erstmal an Architektur denke, denke ich an was sehr, sehr Festes. Ich denke daran, dass ein Bauwerk skizziert wurde und genauso umgesetzt wurde und so Anbauten kommen oder Umbauten kommen ja erstmal nicht unbedingt vor. Triffst du da manchmal in höheren oder in an Nicht-Techie-Rollen auf irgendwie Missverständnis oder so durch diese Begrifflichkeit? Also ich habe persönlich eher erlebt, dass Leute den Begriff überhaupt nicht einsortieren können. Also nicht, dass sie ihn falsch, also genau, was du geschildert hast, kenne ich auch, aber eher von Techies. Also es gibt so ein Architekturbild, das steckt das irgendwie in diese Wasserfallecke, in diese, wir machen das vorher und dann wird das über den Zaun geworfen und dann müssen die Implementierknechte und Mägde müssen das halt umbauen. Ne? Also finde ich genauso daneben wie ein klassisches Wasserfallmodell, aber da wäre Eberhard jemand, der uns auch erklären würde, dass das Wasserfallmodell, wie es so allgemein behauptet wird, tatsächlich so nie existiert hat. Tatsächlich glaube ich das bei Architektur auch. Also alle, meiner Meinung nach, die was Sinnvolles gesagt haben, haben immer schon gesagt, das ist was Iteratives, da muss man hinterfragen, da muss man wieder zurückgehen. Manchmal ist es aber so, dass Leute sagen, aus der Techie-Ecke, das hatte ich auch schon, die Architektur, die kann man eigentlich nicht ändern. Also die Architektur ist per Definition das, was du nicht ändern kannst. Das ist mir zu negativ formuliert. Also die Architektur ist das, was man schwer ändern kann, das würde ich unterschreiben, oder was möglicherweise große Konsequenzen hat, wenn man es ändert. Okay. Aber es ist nichts, was man nicht ändern kann. Also gerade wenn wir so moderne Architekturen haben, so sehr modulare, also Microservices, Self-Contained Systems, was auch immer dieses Zeug, das baut ja die Änderbarkeit sozusagen von vornherein mit ein, als Clou, sozusagen, als Meta-Idee sozusagen. Ne? Aber jetzt habe ich schon so viele, diese Worte zum Beispiel, die ich gerade benutzt habe, könnte man mit Entscheider nie benutzen. Meta ist so ein Triggerwort. Ja. Sobald man merkt, dass man Meta sagt, hat man sich aus jeder Diskussion mit normalen Menschen rausbefördert. Deswegen, also ich kenne das in dieser Diskussion mit Entscheiderinnen kenne ich es eher so, dass die Metapher an sich schon extrem erklärungsbedürftig ist. Also ich kenne zum Beispiel, wenn Leute bei uns auf die Website gucken,
Hast du auch mal was, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis oder so Leuten sagst, wo du arbeitest und Leute gucken auf die Website, passiert das sehr häufig, dass sie sagen, keine Ahnung, was ihr da macht. Ich verstehe das. Was soll denn Softwarearchitektur sein? Ne? Das richtet sich halt an einen Kreis von Leuten, die eigentlich schon wissen, was das ist. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr Missionierungsarbeit leisten, um den Begriff üblicher zu machen. Ja, vielleicht muss man mehr dafür sorgen, dass das ein Berufsbild ist, ja, dass man irgendwie, dass so wie Software ist zum Beispiel ein Begriff, der ist mittlerweile überall bekannt. Ja, Softwareentwickler ist bekannt, Programmierer, Programmiererin, das sind bekannte Begriffe. Da müsste eigentlich Softwarearchitektin müsste auch ein Begriff sein, mit dem Leute was anfangen können, dann wären wir der Sache sehr viel näher gekommen. Was können wir als InnoQ oder wir als Architekten oder wer auch immer machen, damit der Begriff bekannter wird? Hast du vielleicht eine coole, sehr, sehr einfache Erklärung, mit der ich zu meiner Mutter gehen kann und sagen kann, Mama, hier, das machen wir übrigens. Naja, man könnte sagen, wenn irgendwelche Systeme gebaut werden, wenn irgendwelche Software gemacht wird oder IT-Systeme gebaut werden, dann sind die Softwarearchitekten, die Softwarearchitektinnen diejenigen, die die wichtigsten Entscheidungen treffen. Das, ne, das finde ich schon okay. Das gesagt, jetzt muss ich erstmal erklären, was Software überhaupt ist. Und, ne, das muss man den Leuten den Unterschied zwischen Standardsoftware und Individualsoftware erklären. Und da sind die Augen in der Regel schon glasig. Also, ne, diese ersten 10 Sekunden überlebt man noch und dann. Also ich kann leider immer noch nicht sagen, dass es ein gutes Thema für Partys ist. Nicht, dass ich im Moment auf irgendwelche gehen würde, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig für Normalsterbliche als Partykonversation. Ich glaube aber, dass die Leute, die sich auch mit Dingen beschäftigen, von denen keiner was hören will, also du gehörst auch als Betriebswirt, kannst du nicht auf eine Party gehen und Leute damit begeistern, dass du eine Bilanz lesen kannst oder so. Das findet auch niemand sexy. Ja, das ist einfach, das gehört dazu. Und zumindest auf der Ebene, auf der professionellen Ebene, steigt, glaube ich, die Bekanntheit dieser Sache. Wir sehen es immer häufiger, diese Initiativen, wie zum Beispiel ISAKOB, gab es ja hier auch schon eine Folge, also so eine Architekturausbildung, Zertifizierung. Das wird auch, egal was man davon halten mag, immer bekannter und immer häufiger genutzt und gefragt. Ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Die einfache Erklärung, ach, hätte sie so gerne. Hast du viel, aber genau, was mir wirklich oft schon passiert ist, dass ich in irgendwelchen Meetings saß mit einer Fachabteilung noch dabei und man hat vielleicht schon so einen Klick-Dummy vorbereitet und die Leute haben dann gesagt, ja, aber das ist doch schon fertig, da fehlt ja nichts mehr. Und dann zu erklären, dass eben eine Software aus mehr besteht als nur dem Frontend, beziehungsweise so dem, was man sieht, das ist, also das finde ich schwierig. Hast du dafür irgendwelche Tipps und Tricks? Paper Prototypes statt Click-Dummies. Ich meine, also das ist tatsächlich auch, man muss sich überlegen, wie viel man von den Leuten da verlangt. Die Leute sehen irgendwas, das sieht schon toll aus, das hat schon genau das Look and Feel, das es später auch haben wird, zumindest für Laien hat es das. Das ist schwer zu erklären, warum das nicht fertig ist. Also vielleicht, entweder man sagt es einfach sehr, sehr klar, ja, oder man klickt extra mal irgendwo hin und sagt, hier ist noch nichts, da ist noch nichts. Also man zeigt vielleicht nicht nur den schönen Wetterflug durch das Ganze. Oder man macht das Ganze halt tatsächlich irgendwie auf Papier oder so mit Post-it-Notes, wo man den Fluss diskutieren und ein Post-it umhängen kann. Ist im Moment halt ein bisschen schwierig. Muss man halt auf Online-Mitteln, auf Miro, Concept Board, was auch immer, umsteigen und es damit machen. Ja, aber ist vielleicht auch eine Frage der Übung und der Gewohnheit. Wenn man mit denselben Leuten sowas häufiger macht, dann wissen sie es irgendwann, dass noch einige Zeit dafür geht. Ansonsten, ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es gefährlich ist, zu früh zu viel zu zeigen, dass es zu fertig aussieht, weil man genau da reinläuft. Ja. Es beruhigt mich, dass nicht nur ich diese Schwierigkeit kennengelernt habe. Genau, wir haben gar nicht mehr ganz so lange Zeit. Hast du irgendwas, was du mir vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest, dass ich bessere Entscheidungen treffe als Architektin oder vielleicht auch den Zuschauerinnen und Zuschauern? Also ich glaube, du triffst schon ganz schön viele gute Entscheidungen. Ich glaube, dass das, was also ich finde, man muss immer eigentlich das in den Vordergrund stellen, was dem jeweiligen Publikum, zu dem man gerade spricht, fehlt. Das weiß man natürlich nicht, ne? Man weiß nicht, mit wem man gerade spricht. Und deswegen ist es immer schwierig, so eine generelle Aussage zu treffen. Aber Leute, die so wie ich sind, die so wie ich aus dieser Backend-Ecke kommen und die so ganz klar aus der Techie-Ecke kommen und in das andere erst reinwachsen, denen würde ich mitgeben, sich sehr viel stärker zu versuchen, sich in die anderen hineinzuversetzen. Also ich weiß, wie viel Befriedigung es einem verschafft, auf dieser Techie-Ebene mit gleichgesinnten Techies zu diskutieren. Das ist super, das schätze ich auch sehr, das gehört absolut dazu. Ja, heftige Streits, sind Microservices gut oder schlecht? Ist das, ne, ist das was Neues, Altes? Keine Ahnung, SPA oder nicht SPA, ich liebe das, ich kann das, mache das gerne.
Tatsächlich ist es, sind diese Diskussionen für Normalsterbliche irrelevant. Und es ist eine gute Sache, sich immer mal wieder zu fragen, was ist denn deren Interesse? Was nehmen die tatsächlich wahr? Womit tue ich denen einen Gefallen? Das ist vielleicht manchmal keine Software zu bauen oder manchmal viel einfachere Software zu bauen oder manchmal ein Trello-Board einzusetzen, anstatt sich zu viel Gedanken zu machen. Also einfach dieses sich selbst hinterfragen und die eigene Arbeit zu hinterfragen, finde ich einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Einsichten, Anblicke und was auch immer wir heute geteilt haben. Danke auch, dass du hier zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne.